Ja, ich denke, dass wir heute gewisse Tugenden sehr gut umgesetzt haben. Wir wollten tief stehen, aber einfach mal als Mannschaft agieren. Das heißt, jeder marschiert für den anderen. Das, was vielleicht in den letzten Wochen ein bisschen wenig war, haben wir versucht, heute umzusetzen. Wenn man den Spielverlauf sieht, ist natürlich sehr, sehr unglücklich. Wir müssen aber auch erkennen, dass Wuppertal uns sehr, sehr tief hinten reingedrückt hat. Sie haben sehr, sehr viele Möglichkeiten gehabt. Ich denke, am Ende das 2-2, wir müssen zufrieden sein. Wir haben einen Punkt mitgenommen im Nachholspiel. Und jetzt heißt es, Köpfe hoch, weitermachen. Und am Samstag steht das nächste schwere Spiel an. Der Sieg war auf jeden Fall drin gewesen, aufgrund der großen Chancen zum Ende hin, die wir dann nach dem Anschlusstreffer noch hatten. Das war halt das erwartende schwere Spiel auf dem Boden. Uns war klar, dass wir in so einem Spiel normalerweise nicht in Rückstand geraten sollten. Und es ist leider passiert. Wir haben einen Riesenfehler gemacht in der ersten Halbzeit. Somit geraten wir in Rückstand. Es ist natürlich schwer, dann auch wieder schwer zurückzukommen. Und dann kassieren wir noch das 0-2 aus dem eigenen Eckball. Das darf uns auch so nicht passieren. Da hatten wir keine gute Staffelung gehabt in der Defensive. Aber trotzdem bin ich froh über den Punkt, dass wir dann nochmal zurückgekommen sind und haben dann auch Moral bewiesen. Haben es dann auch manche Sachen erzwungen, in den letzten 20 Minuten. Und das war dann auch etwas spät. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass wir halt noch Riesenchancen hatten, um das Ding noch zu drehen. Hat leider nicht geklappt. Somit gehen wir mit einem Punkt nach Hause und damit, denke ich, können wir auch leben. Ich hole das mal aus, weil das erste Pressekonferenz, erstes Spiel zu Hause für mich hier. Wünscht man sich natürlich einen anderen Gegner als Wuppertal, muss ich ganz ehrlich sagen, die natürlich mit einer breiten Brust kommen, die 10 Spiele, glaube ich, nicht verloren, davon 9 gewonnen haben am Stück. Also das ist schon ein Gegner, wo wir natürlich auch Respekt hatten. Das hat man vielleicht auch gemerkt bei der Aufstellung und die Art und Weise, wie wir angefangen haben. Weil ich gesagt habe, ich habe sie jetzt zweimal gesehen und habe gesehen, was für Qualitätsspieler sie haben. Und auch alle Spiele, die sie gewonnen haben, auch verdient gewonnen, den Gegner eigentlich immer ausgespielt haben. Und ich habe dann gesagt, wenn wir hier mitspielen, glaube ich nicht, dass wir eine große Chance haben. Wir haben also erstmal die Spielanteile abgegeben. Haben sehr tief gestanden, aber muss trotzdem meiner Mannschaft ein Kompliment machen, weil es ist immer unangenehm, viel zu laufen oder wenig Bälle zu kriegen, weil wer macht das schon gerne als Fußballer? Dann ist es so, dass wir eine erste große Chance haben mit Bulut, langer Ball, wo ich immer noch sage, also meiner Meinung von da, dass es kein Abseits war, muss ich aber nochmal Video gucken. Schiedsrichter, also Linienrichter gesagt, nein, war Abseits zwar knapp, aber ich gucke mir das nochmal an, dann führen wir dann 1-0, aber hat er abgepfiffen. Ja, und dann gehen wir dann auch in Führung, 1-0. Natürlich, ob verdient oder unverdient, es gibt natürlich auch Spiele, wo man sagt, man muss sich clever verhalten. Man hat eine Mannschaft, die natürlich sehr stark ist, aber dann haben wir wenig zugelassen, wir haben das Tor gemacht. Ja, und dann wird der Druck natürlich immer höher, haben dann aber das 2-0 gemacht. Und das Problem war einfach, das 2-1 fällt einfach viel zu früh. Wenn er, ich glaube, noch 10 oder 20 Minuten das Tor nicht fällt, dann wird es ganz, ganz schwer für Wuppertal. Dann hat der Trainer natürlich reagiert und nochmal zwei richtig große Kopfballspieler gebracht. Da wurde der Druck natürlich noch größer. Und dann fiel auch das 2-1. Und dann hat man natürlich Bange, dass noch was passiert. Genau so ist es. Sehr viele kopfballstarke Leute drin. Standardsituation 2-2. Dann war noch, wie lange, 10 Minuten zu spielen oder 12 Minuten, ich weiß es gar nicht. Und dann hat man natürlich ein bisschen Bange, dass da nochmal wirklich was passiert. Und der Druck wurde immer höher, weil wir den Gegner dadurch natürlich aufgebaut haben. Und dann kam auch natürlich das ein oder andere Mal, wo wir auch ein bisschen Glück hatten, das stimmt. Aber ich mache meiner Mannschaft ein Riesenkompliment, dass sie nie aufgegeben haben, immer gekämpft haben. Und deswegen finde ich auch, dass sie den Punkt verdient haben. Ich wünsche dem Gegner natürlich weiterhin alles Gute, dass das noch klappt mit den anderen Spielen. Vielleicht wird es ja noch mal spannend oben, ich weiß es nicht, weil ihr gewinnt immer das Spiel, aber Münster gewinnt auch immer alles, weil für uns Zuschauer ist es immer interessant, wenn es oben immer ganz eng wird. Wir nehmen den Punkt mit, haben natürlich Samstag schon wieder das nächste ganz schwere Spiel und da hoffen wir natürlich, diese Leistung wieder mitzunehmen und auch da zu punkten. Ganz herzlichen Dank.